Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschland und ich bin für euch in Shadowlands unterwegs und wollte ich heute wieder so einen kleinen Mount Guard präsentieren. Heute geht es um den schimmernden Aurelit und ja, das ist das Quallenmount, auf dem ich hier gerade schon sitze. Sieht relativ schick aus. Ich würde sagen, wir probieren das erstes Mal das Mount Special aus. Über den meisten Quallen nichts Besonderes. Ja, sieht aber, also ja, ist schon ganz schick. Und ja, wo kriegen wir das her? Wir müssen einmal ein Achievement dafür absolvieren. Das finden wir unter Dungeon-Schlachtzüge. Dann heißt das hier einmal Ruhm des Mausoleums-Schlachtzüglers. Und das ist ein Meta-Achievement. Heißt, ihr könnt das Ganze auch accountweit abschließen. Es sind insgesamt 11 Erfolge zu erwirtschaften. Und diese 11 Erfolge sind jeweils bei den Bossen im Mausoleum der Ersten. Ihr könnt das Ganze am besten im Non-Heroic machen, also im Normal-Mode. Da ist es am einfachsten. Ihr könnt es natürlich, wenn ihr eine Herausforderung wollt, auch in den höheren Schwierigkeitsgraden angehen. Würde ich euch aber nicht empfehlen. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal rein. Ich bin jetzt ein bisschen spät dran mit dem Video, aber ja, ich dachte mir vielleicht für den einen oder anderen hilft das Ganze noch was, der hier das noch nicht gemacht hat. Gut, dann schauen wir uns gleich mal den ersten Bosskampf an. Der erste Erfolg heißt dann aufgeladen und für diesen müssen wir Folgendes machen. Besiegt den aufmerksamen Wächter im Mausoleum der Ersten auf Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr das erschöpfte Automa besiegt habt. Ja, wo ist das erschöpfte Automa? Das befindet sich, wenn ihr reinläuft, hier auf der rechten Seite. Und zwar auf der Höhe, wo ich mich hier gerade befinde, sind hier außen verschiedene Plattformen. Und auf einen von diesen Plattformen, ihr seht hier, rechts haben wir einmal das erschöpfte Automa. Das liegt auf der Plattform drauf. Ihr braucht also zwangsläufig einen DK, um das rüber zu grabben. Und jetzt ist unser Ziel, wir grabben das einmal hier auf die Plattform und dann ziehen wir das Automa mit einem DK oder auch anderen Knockback-Effekten einmal dahinter, wo wir jetzt dieses blaue Mark hingesetzt haben, wo auch quasi dieses Schild dann entsteht. Plan ist es, quasi den Mob dahin zu ziehen. Ihr kommt dann auch nicht mit dem Boss im Kampf, bis ihr das da hingezogen habt. Das passt alles. Ihr könnt dann, sobald ihr das da stehen habt, ganz normal den Boss pullen. Und dann zieht ihr die Mobs da auf diesen Automa. Der Automa hat eine Energiebar, die bis 20 hochgeht. Und wenn es gefüllt ist, kommt der Mob raus. Am besten spart ihr euch eure Cooldowns auf und lasert quasi diesen Mob runter. Er hat jetzt nicht extrem viel Leben, ihr könnt ihn relativ zügig töten, ihr solltet ihn fokussen. Er gibt dann seine Energie auch an das Schild ab und ihr könnt dann ganz normal in dem Schild drin stehen und bekommt quasi diesen ja eh nicht ab. Deswegen ist es halt ziemlich wichtig, dass der da steht, wo das Schild spawnt, sonst kann er die Energie nicht abgeben. Sobald ihr den getötet habt, könnt ihr den Bosskampf ganz normal weiterspielen, den Boss umhauen und dann bekommt ihr am Ende schon mal das erste Achievement. Dann kommen wir zum zweiten Boss und zwar auch zum zweiten Erfolg. Der schimpft sich einmal Kernjongleur und dafür müssen wir Folgendes machen. Besiegt Dausegne das gefallene Orakel im Mausoleum der ersten Schwierigkeitsgrad normal oder höher, während ein Spieler den Nachlebenkern trägt. Das ist eigentlich eine relativ einfache Sache. Wir müssen erstmal ein paar Trash-Mobs zusätzlich umhauen. Hier haben wir ja den Boss und davor sind diese Plattformen, die man normalerweise nicht spielt. Da sind nämlich ein Haufen Mobs drauf und wenn ihr die ganzen Mobs auf den Plattformen tötet, habt ihr einen Kern, der da spawnt. Diesen Kern kann ein Spieler aufnehmen und er darf dann keinen vermeidbaren Schaden kriegen. Also das ist dieser ganze AOE-Schaden, wo ihr ein bisschen ausweichen könnt. Es bietet sich an, dass am besten ein Magier das nimmt, weil er Blinks hat und während dem Kampf kommen ja diese Ringe, wo ihr mal quasi ein bisschen dodgen müsst, beziehungsweise schauen müsst, dass ihr eigentlich nur einen abkriegt und nicht zwei gleichzeitig, weil es einen Debuff gibt. Der Kernträger darf die gar nicht abkriegen. Wenn ihr das mit einem Magier macht, könnt ihr da durchblinken. Soul Shape Gestalt geht genauso, das Ventier-Portal geht genauso. Ihr könnt den Kern aber auch schmeißen zu einem anderen Spieler. Dann kann es dann quasi so machen, ein Spieler läuft schon mal durch diesen Ring durch, der andere bleibt auf der anderen Seite stehen, wirft es rüber. Ist halt ein bisschen messy, wenn man da das immer hin und her schmeißt. Einfach ist es, wie gesagt, ein Magier oder eine Klasse, die da Möglichkeiten hat, das quasi zu dodgen. Ja? Also damit macht man sich leichter. Am besten am Anfang einfach HT ziehen. Im NHC rödelt man den eigentlich relativ schnell um. Da hat man, muss man eigentlich nur zweimal diese Ringe dodgen und das war's eigentlich. Ja? Also viel mehr ist bei dem Erfolg tatsächlich nicht. Dann kommen wir zum dritten Erfolg und zwar schimpft sich der einmal, wo die wilden Corgis wohnen. Für dieses Achievement müssen wir Folgendes machen. Besiegt das Prototypen-Pantheon im Mausoleum der Ersten auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem jeder Spielercharakter während der wilden Stampede 5 Corgis gestreichelt hat.
Dazu müssen wir einmal zum Pantheon und hier müssen wir, bevor wir den Kampf beginnen, einen Knopf drücken. Dieser Knopf befindet sich, wenn wir reinlaufen, auf der linken Seite und zwar hier an quasi diesem ersten, dieser ersten Abzweigung nach draußen. Da ist dieser Knopf dran. Den drückt ihr einmal und jetzt ist es so, ihr startet einfach ganz normal den Kampf. Spielt die erste Phase runter und kommt dann in die zweite Phase. In der zweiten Phase haben wir ja andere Bosse und hier ist es so, dass diese Soul-Shape-Gestalten von der Seite quasi in die Mitte laufen. Ja? Und normalerweise guckt man halt, dass man sich da wegstellt und sich da nicht treffen lasst. Jetzt ist ganz wichtig, dass ihr euch an diesen Pfad von Soul-Shape-Gestalten ranstellt und am besten alle relativ gestackt seid. Warum das? Wir können nämlich jetzt diese Corgis anklicken und sie damit streicheln. In dem Achievement steht drin, jeder muss 5-mal streicheln. Wenn die einer gestreichelt hat, verschwinden die aber. Also sonst müssten wir die ja mit einem 20-Mann-Rate 1000-mal streicheln gefühlt. Das zählt aber in einer gewissen Umgebung um euch rum, wenn das einer streichelt. Heißt, wenn ihr alle relativ nah an die dran steht, muss nur einer richtig klicken, die Viecher. Und es zählt für alle. Ihr kriegt dann alle einen Debuff drauf und wenn ihr 5 Debuffs habt, dann habt ihr es quasi. Ja? Also da ein bisschen gucken, dass ihr da alle am besten gestackt steht, dann müsst ihr nicht für einzelne Leute, wie es bei uns beim Kill tatsächlich der Fall war, x-mal nochmal ran und die Viecher streicheln. Mehr ist es nicht, wenn alle quasi den Debuff einmal drauf haben und ihr dann einen Boss tötet, kriegt ihr ganz einfach das Achievement. Dann kommen wir als nächstes zum vierten Achievement und zwar schimpft sich das einmal Protoform Matrix und für dieses müssen wir Folgendes machen. Besiegt Lovim im Mausoleum der Ersten auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr ein plündertes Automa Neo synthetisiert und besiegt habt. Ja, wie funktioniert das? Wir müssen erstmal ein Inji dabei haben in unserer Gruppe und dieser Inji braucht ein bestimmtes Konstrukt, das er bauen kann. Das nennt sich Reefs. Dieses Reefs-Konstrukt kann man in Legion Inji bauen und das ist einfach so ein Diener, bei dem man dann verschiedene Sachen machen kann. Ist jetzt aber auch für das Video relativ irrelevant. Ihr müsst den einfach haben, einmal auspacken, diesen Reefs, und dann haben wir ja hier insgesamt 4 Kammern. Die obere linke ist meistens leer, da ist dann einfach so ein Lichtstrahl. Ihr packt euren Reefs aus als Inji, lauft dahin und sobald ihr dahin gelaufen seid, ist der Lichtstrahl nicht mehr leer, sondern es ist halt so ein durchsichtiger Reefs-Model wird da angezeigt. So, jetzt ist es so, dass ihr den Kampf beginnt und dann spawnen ja in der Intermission aus diesen Kammern immer Ads raus. Sobald dieses Reefs-Ad quasi spawnt, kommt es in den Kampf mit rein. Es hat relativ viel Leben. Ich glaube 11, 12 Millionen Leben hat es. Und dafür solltet ihr euch auf jeden Fall Heldentum aufsparen. Ihr spart euch Heldentum dafür auf, lasert dieses Ad sofort weg und sobald es gestorben ist, könnt ihr den Kampf ganz normal weiterspielen. Also mehr ist es tatsächlich nicht. Ja? Sonderlich stark ist es nicht, vor allem wenn ihr das Ganze im Energy macht, spart euch trotzdem HT auf, dass ihr es halt schnell möglichst runtergeprügelt kriegt, weil ein bisschen nervig ist es tatsächlich schon. Ihr braucht halt, wie gesagt, auf jeden Fall einen Inji in der Gruppe, sonst könnt ihr das Achievement nicht machen. Dann kommen wir zum fünften Erfolg und zwar schimpft sich der einmal Xy markiert die Stelle nie. Und für diesen müssen wir Folgendes machen. Besiegt Xymox im Mausoleum der Ersten auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher, während bei allen Spielercharakteren die Effekte gestohlener Waffen aktiv sind. Das mit den gestohlenen Waffen sind insgesamt 3 Debuffs, die wir brauchen. Während des Kampfes haben wir, immer wenn er seine Phasen quasi switcht, Debuffs, die wir uns holen können. Die befinden sich hier auf diesen 3 Plattformen. Über diese Schlucht kommt man drüber mit zum Beispiel einem Demon Hunter, Druid Sprung geht theoretisch auch oder man stellt einfach auch ein Gate hin. Wir müssen quasi während des Kampfes alle 3 Debuffs einmal besorgen. Die spawnen nicht immer in der gleichen Reihenfolge, die sind random. Und man sieht von der Plattform, dass eigentlich nur auf welcher es gespawnt ist, wenn man relativ nah am Rand ist. Ja? Ihr müsst am besten ein paar Leute einteilen, die sich dementsprechend das Zutrauen darüber zu kommen, wie gesagt, mit einem Demonhalter-Glide, ihr könnt da mit einem Ventier-Portal rüber, ihr könnt da mit dem Hexer-Gate rüber. Zurück müsst ihr übrigens nicht unbedingt, denn der Boss zieht ja in verschiedenen Abständen alle Leute quasi zu sich her und dann kommt ihr quasi zurück. Wenn ihr natürlich Klassen habt, wo ihr dann rüberkommt, das Zeug anklicken könnt und wieder zurückkommt, ist es natürlich einfacher, sonst steht ihr nämlich da hinten einfach eine Weile einfach nur rum. So, diese Debuffs sind eigentlich nicht weiter schlimm, vor allem wenn ihr es im Energy macht. Ihr solltet bloß beachten,
dass es möglich ist, diese Debuffs sich runterzuhauen. Und wenn ihr nicht am Anfang, am Ende des Kampfes alle drei Debuffs auf jedem Spieler habt, dann kriegt ihr das Achievement nicht. Einer von diesen Debuffs ist auch ein Movement Slow. Man kann mit verschiedenen Fähigkeiten, wo man sich Movement-Fähigkeiten runternehmen kann, diesen Debuff runternehmen. Das solltet ihr natürlich nicht machen. Heißt, man sollte schauen, dass man quasi nicht Soul-Shaped als Druid, da nimmt man sich ja Slow-Effekte runter, oder mit vielen anderen Klassen gibt es auch verschiedene Fähigkeiten, die solche Effekte runternehmen. Ich glaube, irgendwo war es auch ein Set-Bonus von der Eule oder vom Hill-Druid, glaube ich, der da auch kontraproduktiv war. Und auch Immunities sind schlecht, weil die nehmen teilweise auch diese Debuffs runter. Ne? Das ist ein bisschen blöd von Blizzard gemacht. Also da solltet ihr aufpassen, dass ihr dementsprechend alle diese Sachen nicht benutzt. Sonst ist es eigentlich relativ einfach. Im NRC ist es auch mit dem Debuffs nicht sonderlich schlimm, den Boss zu töten. Wichtig ist, ihr solltet halt nicht sterben, bevor ihr alle Debuffs habt. Sonst zählt es halt auch nicht, weil ihr könnt keine Debuffs erhalten, wenn ihr tot seid. Ne? Dementsprechend am besten seid ihr am Ende alle am Leben und habt keine Fähigkeit eingesetzt, die diese Debuffs runternehmen. Gut, das war es eigentlich soweit mit dem Erfolg. Dann kommen wir zum sechsten Erfolg. Und zwar schimpft sich der einmal Weisheit aus der Wüste. Und für diesen müssen wir Folgendes machen. Besiegt Skolox, den unersättlichen Räuber im Mausoleum der Ersten, auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr ihn dazu gebracht habt, sich unter allen vier Gedankenpylonen zu graben und diese zu zerstören. Klingt relativ einfach, ist es tatsächlich auch. Wir müssen einmal zum Boss und den ganzen Trash wegräumen. Jetzt ist es wichtig, dass es insgesamt vier Pylonen gibt. Diese Pylonen sind etwa in den vier Himmelsrichtungen. Also hier unten haben wir einen, dort haben wir etwa einen, da haben wir einen und hier haben wir einen. Ihr müsst gucken, dass ihr euch jetzt während des Kampfes alle komplett zusammenstellt unter diese Pylonen. Dann gräbt sich nämlich der Wurm einmal ein. Und wenn er sich eingräbt, kommt er unter der Gruppe quasi wieder raus. Ihr kriegt ein bisschen AE-Schaden. Der Boss kriegt einen Stack, da kriegt er 5% mehr Damage. Und wenn ihr schön euch unter den Pylonen gestellt habt, zerstört ihr diesen Pylon. Und ja, wir sind dann einfach im Uhrzeigersinn weitergegangen, haben dann den nächsten Pylon zerstört, den nächsten und danach einfach den Boss umgehauen. Wir hatten es so gespielt, dass wir quasi am Anfang den Boss direkt zum ersten Pylonen gezogen haben, den zerstört, dann sind wir mit dem Gate einmal zum nächsten rüber, haben den nächsten zerstört und mit dem Raw dann zum dritten. Und ich glaube, dann hatten wir am Ende einfach noch ein bisschen den Boss runtergehauen und ganz am Schluss, bevor wir den Boss getötet haben, den vierten. Ihr könnt aber auch alle gleich hintereinander machen oder den Boss ganz normal spielen und ihn einfach immer so ein bisschen weiter zum nächsten Pylonen ziehen und immer, wenn ihr halt diesen Sog zusammen macht, dementsprechend den Pylonen damit zerstören. Das bleibt sich relativ gleich. Sonderlich schwierig ist es nicht. Es gibt hier auch theoretisch eine Alternative, wo man das am Anfang so macht, dass alle aufgemountet bleiben und man alle Pylonen aufgemountet abläuft, hat man halt ein bisschen den Struggle, dass man dementsprechend mit dem Tank halt das schlecht machen kann, aufgemountet zu bleiben, und die Heiler können halt aufgemountet einfach auch nicht heilen. Gut, mehr ist es tatsächlich nicht. Schauen wir uns das nächste Achievement an. Dann kommen wir als nächstes zum siebten Erfolg, und zwar schimpft sich der einmal Schimmernde Geheimnisse, und für diesen müssen wir Folgendes machen. Besiegt Holandrus den Rückgewinner im Mausoleum der Ersten auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr 6 seltene Artefakte gesammelt und ihre Konstrukte besiegt habt. Ist eigentlich eine relativ simple Angelegenheit. Und zwar müsst ihr einmal Holandrus in der ersten Phase erstmal runterhauen. Bei ihm ist es ja so, dass er jeweils nach Prozenten seine Zone switcht. Ne? Er hat quasi seine erste Plattform hier, dann läuft er zur zweiten und am Schluss zur dritten. Und immer hier in den Movement-Phasen können wir die Sachen aufsammeln. Und ich würde sagen, da gucken wir jetzt mal rein. Wir haben jetzt quasi in der ersten Phase ihn schon mal runtergehauen, er ist bei 70% hier, da switcht er gerade. Und jetzt können wir hier die Artefakte aufsammeln. Das erste ist hier rechts, ne, da haben wir auch ein grünes Mark gestellt. Das einfach anklicken, das muss einfach ein Spieler machen. Und der sollte am besten nicht sterben, weil wir brauchen die am Ende, diese ganzen Artefakte. Mit dem Knockback muss man immer echt ein bisschen aufpassen, die Artefakte liegen oft da am Rand rum. Und wenn ihr dann natürlich euch da runterkicken lasst, dann ist halt auch Feierabend. Das zweite Artefakt ist in dem zweiten Raum, ne? Und das haben wir auch einen Mark aufgestellt. Das ist nämlich da hinten drin, habt ihr das gesehen? So ein kleines viereckiges Teil, das können wir auch anklicken, dann haben wir quasi das zweite. So, jetzt müssen wir einfach hier den Boss wieder runterklopfen und sobald die Movement-Phase losgeht, können wir die anderen vier Stück besorgen. Und da springen wir jetzt ein bisschen nach vorne, hätte ich gesagt. Da sind wir jetzt einen Ticken zu weit gesprungen. So, genau, jetzt geht er quasi hier
in die nächste Movement-Phase. Hier geht die Türe auf und hier können wir jetzt 4 Stück besorgen. Und zwar das erste ist jetzt hier, wo wir das Mondmarkt hingestellt haben. Da müssen wir da unten rein und da unten drin liegt es. Ihr seht, der Druid läuft da schon hin. Da können wir es einmal anklicken. Das dritte ist hier hinten, wo wir das rote Markt gestellt haben. Und zwar müssen wir auch da unten reinlaufen und da liegt es. Ihr seht schon immer, das mit dem Knockbacken ist ein bisschen eklig. Also deswegen machen es bei uns Druid. Sie können mit dem Sprung, wenn sie runtergekickt werden, wieder zurückspringen. Also jetzt haben wir 4. Dann haben wir hier unten nochmal eins, wo der schon mit seiner Soul Shape Gestalt steht. Und da hinten liegt auch noch eins, das hat sich gerade schon einer geholt. Ich habe da auf WoW Head noch ein Bild gefunden, wo man es vielleicht ein Ticken besser noch sieht. Da haben wir das. Und zwar, da seht ihr, das war das erste, was man quasi in der zweiten Movement-Phase holen konnte. Das hier habe ich euch auch gezeigt. Hier unten war der mit der Soul Shape. Und hier hinten ist auch nochmal eins. Ne? Also da seht ihr alle 4, die quasi in der zweiten Movement-Phase sind. Genau. Und ja, das ist dann soweit die 6 Dinger. Und sobald man die quasi sich alle besorgt hat, muss man halt gucken, dass die überleben. Und dann können wir in den letzten Bossraum rein. Und jetzt ist es wichtig, dass diese 6 Leute komplett aufeinander laufen. Wenn die nämlich komplett aufeinander stehen, spawnen nämlich Ads. Man sollte aber am besten warten, bis der Boss da drin ist, bis alle safe stehen. Da können wir jetzt mal noch ein bisschen vorspringen. Noch ein Ticken. Und ja, die heilen dann nämlich den Boss hoch. Ne? Also spawnen dann, glaube ich, 4 Ads, wenn man komplett zusammensteht. Ihr seht, da hinten stehen die schon komplett zusammen. Und diese Ads müssen wir so schnell wie möglich töten. Da auf jeden Fall auch HT aufsparen. Genau, da sind die Ads. Ah ne, das sind sogar 6 Ads. Gut, klar, 6 Diebas, 6 Ads. Die so schnell wie möglich runterhauen. Jede 3 Sekunden, wo die leben, heilen die den Boss um 1% ihres Lebens hoch. Ja? Ihr seht, der Boss heilt sich langsam hoch, obwohl wir auch noch ein bisschen mit drauf cleaven. Also die müssen wirklich instant sterben. Und sobald die gestorben sind, könnt ihr eigentlich ganz normal den Boss runterspielen. Viel mehr kommt dann tatsächlich nicht. Ja? Die Spöde ist, die kann man auch, so wie ich es gesehen habe, nicht tanken. Ne? Dementsprechend stehen die dann halt in die Ecken und man muss halt da ein bisschen hinlaufen. Ne? Genau. Ein bisschen hat sich der Boss hochgehalten, jetzt können wir ihn runterhauen und dann haben wir auch schon das Achievement. Das Schwierigste ist hier so ein bisschen, 6 Leute zu finden, die quasi Movement-Fähigkeiten haben, um dementsprechend nicht runtergekickt zu werden. Da sind DHs gut, Druids sind da sehr gut. Ihr könnt aber auch einen Rogue zum Beispiel mit diesem Krippelhaken nehmen. Oder, ja, ich denke mal, Magier kann sich mit dem Blink auch den Knockback ersparen, weil teilweise kann man es nicht verhindern, dass man das Ding aufsammelt und gleichzeitig diesen Knockback-Effekt hat. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns das nächste Achievement an. Dann kommen wir als nächstes zum 8. Erfolg, und zwar schimpft sich der Traubewältigung. Hierfür müssen wir Folgendes machen. Besiegt Anduin Wyn im Mausoleum der Ersten auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr Anduins Trauer besiegt habt. Bevor wir den Kampf starten können, müssen wir jetzt erstmal 3 Orbs besorgen. Diese Orbs sieht man eigentlich halbwegs gut. Das sind einfach so, ja, goldglänzende Kugeln. Und die erste befindet sich hier drüben vor dem gefallenen Orakel. Und zwar etwa auf den Koordinaten 32, 52. Hier müsst ihr ein bisschen Trash wegmachen und dann könnt ihr einfach die Orb anklicken und looten. Die zweite Orb haben wir hier bei Ximox und zwar auf einem von diesen Plattformen, wo wir vorher schon für einen anderen Erfolg rüber mussten. Und zwar hier ein bisschen hinten, hinter dieser kleinen Biegung, ist die Kugel drin, hier hinten drin, bei den Koordinaten 36, 28. Und die letzte, die haben wir vor Holandrus, hier in der Ecke, bei 27, 53. Die müssen alle 3 angeklickt werden. Das können auch unterschiedliche Spieler machen. Und dann geht es einmal zu Anduin. Wir können Anduin dann ganz normal pullen. Und relevant wird es dann erst in der Intermission. Wenn Anduin quasi hier seinen Königsgrad hungert, macht, gehen ja ein paar Leute runter. Da solltet ihr beim ersten Mal ein paar mehr runterschicken. Denn wir haben jetzt hier 2 Ads. Wir haben das normale Ads. Und dann haben wir Anduins Trauer, ist auch noch am Start. Sonderlich viel können kann das zusätzliche Ad nicht. Wir müssen es halt einfach auch hier in der ersten Intermission am besten runterhauen. Wie gesagt, schickt ein paar mehr Leute runter, killt das Ad und dann könnt ihr den Kampf eigentlich ganz normal, wie ihr es gewohnt seid, runterspielen. Und ihr habt das Achievement, nachdem ihr quasi das Ad getötet habt und dann halt auch Anduin. Dann kommen wir zum 9. Achievement und zwar schimpft sich das, wir sind alle aus Sternstaub und hierfür müssen wir Folgendes machen. Besiegt Draigolon im Mausoleum der Ersten auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher, während bei allen Spielercharakteren die Effekte von Herold des Kosmos aktiv sind.
Hört sich einfach an, ist es tatsächlich auch. Wir müssen eigentlich nur alle auf einem Spot stehen, während wir den Boss pullen. Ihr seht ja hier diese Markierungen auf dem Boden. Und hier in der Mitte gibt es so ein kleines Loch oder so eine kleine Aussparung. Und während wir pullen, müssen wir einfach alle zusammen genau in den Dings stecken. Kein Meter links, kein Meter rechts, sondern wirklich alle genau da drin. Und ja, wenn wir genau richtig stehen und den Boss pullen, dann kriegen wir einen Debuff. Und den kriegt jeder aus dem Raid und wir werden dann so komisch astral. So, mit diesem Debuff kriegen wir ein bisschen mehr Movement Speed. Ab und an werden wir in dem Kampf noch zusätzlich ein bisschen weggenockt. Ein paar Meter, das ist nicht sonderlich wild. Und jetzt spielen wir den Kampf einfach komplett normal runter, wie es quasi auch sonst der Fall ist. Der einzige Unterschied ist so ein bisschen, es darf keiner sterben. Wenn einer stirbt, verlieren alle den Debuff und das Ding ist rum. Ja? Sonderlich schwer ist es im Endeffekt nicht. Ihr solltet halt aufpassen, dass ihr A, nicht runtergekickt werdet. Wir haben es uns dazu entschieden, dass wir den Boss möglichst quasi immer in Richtung Mitte tanken. Ne? Also nicht ganz in der Mitte, aber zumindest in eine Richtung, wo wir nicht runterfliegen können, weil man sonst halt den einen oder anderen Spieler vielleicht blöd verliert. Und wo er halt noch ein bisschen aufpassen muss in der Intermission, wo jeder quasi sein Loch suchen muss, dass man da sich ein bisschen abspricht, ne? Nicht, dass einer da blöd stirbt und dann ist nämlich wieder der Erfolg versaut und man kann wieder von vorne anfangen. Mehr ist es tatsächlich hier nicht. Quasi alle am Anfang zusammen stehen, dann den Debuff erhalten und sobald ihr quasi den Debuff habt, müsst ihr halt gucken, dass keiner mehr stirbt an dem ganzen Zeug. Und dann habt ihr auch das Achievement eingeheimst und ja. Ich würde sagen, wir können weiter zum nächsten Boss schauen. Dann kommen wir zum 10. Achievement und zwar schimpft ihr das unter uns. Für dieses müssen wir Folgendes machen. Besiegt die Lords des Schreckens im Mausoleum der Ersten auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr während der Infiltration des Schreckens eine Aufgabe gefunden und abgeschlossen habt. Wie funktioniert das jetzt? Wir müssen tendenziell erstmal den Kampf ganz normal spielen, bis die weibliche Schreckenslordin Quintessa 100% Energie hat und dann tut sie diese Imposterphase quasi starten, wo wir jetzt die richtigen finden müssen. Zusätzlich müssen wir jetzt eine Aufgabe finden und die abschließen und das ist einfach hier dieses Minigame, seht ihr? Das ist genauso wie in Torghast mit diesen Hebeln bei diesen Kisten und hier müsst ihr jetzt einfach schauen, dass ihr die richtige Kombination drückt, dass alle im Lichter leuchten. Sobald das geschafft ist, könnt ihr den Boss ganz normal runterspielen und quasi auch den Boss töten. Ja, ihr seht, jetzt sind alle Lichter an, er hat es geschafft. Quasi die Kriterien für den Erfolg sind auch erfüllt beim Add-on IAT. Und ja, jetzt können wir den Boss einfach umhauen und das war's schon. Sonderlich schwierig ist es ehrlich gesagt nicht. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns den letzten Erfolg noch an. Dann schauen wir uns das letzte Achievement an und zwar schimpft sich das Luftfahrt der Verdammnis. Hierfür müssen wir Folgendes machen. Bezwingt den Kerkermeister im Mausoleum der Ersten auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr 6 Protenegor-Kugeln gesammelt habt. Und ja, das ist eigentlich eine bisschen trickiere Sache. Das konnte ich jetzt leider als Tank selber nicht machen, aber wir schauen uns jetzt hier nochmal was zu an. Und zwar ist es so, dass insgesamt hier 6 Kugeln in der Luft schweben. Und die können wir damit zerstören, indem wir dementsprechend mit den Bomben, die jetzt hier hauptsächlich die DDs kriegen, in diese Löcher reinspringen. Dann werden wir hochgeschleudert und wir können dementsprechend durch diese Kugeln durchfliegen und sie damit zerstören. Ja. Wichtig ist, es kriegen immer 3 Leute quasi diese Bomben ab und es sind insgesamt 6 von diesen Kugeln da. Wir haben quasi 3 Versuche, um die alle wegzukriegen, also ihr solltet schon gucken, dass ihr euch ein bisschen abspricht, wer welche nimmt, um die dann zu zerstören. Mir wird gesagt, es macht Sinn, quasi erst rückwärts in diese Löcher reinzupfen und dann während dem Flug zu switchen von der Kamera, dann erwischt man sie ein bisschen einfacher. Ich habe das jetzt als Tank selbst nie gemacht, weil als Tank kriegt man die quasi nicht ab, aber nach ein paar Tries hat das bei uns auch relativ gut funktioniert. Ja, und wenn ihr dann alle 6 Kugeln geholt habt und es im Achievement quasi weiß wird, könnt ihr einfach den Boss töten und damit sind wir mit allen Erfolgen durch. Ihr dürftet dann das Meta-Achievement kriegen. Und ja, damit sind wir am Ende von dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.